Und dementsprechend glaube ich, ist es eine Ausstattung für den fleißigen Arbeitnehmer, der gerne was erleben will, der gern flexibel und individuell unterwegs ist und dabei eben auch ein bisschen auf die Geldtasche schauen muss. Servus Leute, willkommen zu diesem neuen Video am YouTube-Kanal von Alpine Momente. Hinter mir seht ihr hoffentlich meinen neuen Dacia Docker. Seit Ende Juni habe ich mittlerweile, ihr habt es danach gefragt, wie mein perfekter Mini-Alpin-Camper so ausschaut und wie er sie macht. Das zeige ich euch nach mittlerweile 4 Monaten Erfahrung mit dem Dacia Docker. Viel Spaß, kommt's mit! Ihr seht es, mittlerweile hat er auch schon fast 8.500 Kilometer drauf. Dementsprechend habe ich einiges an Erfahrung sammeln können. Let's go! Ich nehme übrigens mit der neuen GoPro 9 auf und zur GoPro 9, GoPro 8 und 7 Black wird es demnächst auch ein Review geben von mir. Ich bin jetzt also aus der Stadt Salzburg rausgefahren und habe mir ein ruhiges Platzl gesucht. Ihr könnt da mal schauen. Da vor mir ist der Nockstein, da habe ich schon einmal ein Video gemacht und ich habe mich da auf einen Parkplatz bzw. am Rand vom Parkplatz hingestellt. Ich habe mir bewusst den heutigen Tag ausgesucht, es ist ein bisschen windig draußen, ich habe die GoPro 9 dabei und bei diesem Wind will ich die Windreduktion der GoPro 9 eben auch einmal probieren. Bin gespannt, wie die Audioaufnahmen so sind. Die bezahlte Werbung, die ihr am Anfang eingeblendet gesehen habt, betrifft nicht das Auto. Das habe ich aus rechtlichen Gründen machen müssen, weil ich im Outfit von Saleva unterwegs bin, das mir eben zur Verfügung gestellt worden ist. Was machen wir jetzt dann konkret in diesem Video? Im ersten Teil will ich euch erzählen, warum ich mir diesen Dacia Docker zugelegt habe und was dieser Dacia Docker kann. Im zweiten Teil will ich euch die Minicamper-Ausstattung vorstellen und im dritten Teil werde ich dann ein Resümee ziehen, wie ich bis jetzt damit zufrieden bin und was ich noch alles nachjustieren muss. Also gut, warum habe ich mir dieses Auto zugelegt? Also das ist ein Dacia Docker mit 130 PS, Benzinausführung, PKW-Ausführung, Seitenfenster vorne, Seitenfenster hinten und hinten sieht man eben auch gut raus. Hinten klappt sich das eben auf die Seite aus, nicht nach oben, ganz einfach, ganz easy. Und auf der Seite haben wir eben Schiebetüren, die gehen so auf. An und für sich ist das Ganze ein Fünfsitzer. Also da, wo jetzt an diese Ausstattung drinnen ist, falls man sieht, sind normalerweise 3 weitere Sitze. Die habe ich ausgebaut und mir ein Mini-Camping-System eingebaut. Wie bin ich also auf dieses Auto gestoßen und was waren die Hintergründe, warum ich mir dieses Auto zugelegt habe? Das erzähle ich jetzt drinnen im Auto. Die Zuschauer von euch, die schon länger dabei sind, die wissen das, dass ich mit einem VW Polo unterwegs gewesen bin. Den Polo Fresh war das damals, den habe ich mir zugelegt. Da war ich noch in Wien, 2015 muss das gewesen sein, im März. Und da ist es noch gar nicht klar gewesen, dass ich überhaupt ja, nach Salzburg in meine Heimat wieder zurückziehe. Mir ist es damals darum gegangen, mobil zu sein. Und wie die Mobilität gekommen ist, da habe ich dann auch die Flucht aus dem Alltag, aus der Stadt, aus dem urbanen Leben immer wieder mal gesucht und bin praktisch jedes Wochenende in die Berge gefahren. Bin dann immer weiter nach Mittel- und Westösterreich gefahren und habe ziemlich viele Kilometer so raufgerädert. Der Polo war ein super Begleiter, aber der Polo Fresh war ziemlich tief gelegt und ja, ein Nachteil, den dieses tief gelegte Auto gehabt hat, war eben, wenn man so auf Forststraßen, wie ihr das jetzt da vorne so seht, ja, da hat man
ziemlich aufpassen müssen, dass man nicht dauernd mit dem Boden, mit der Wanne am Boden angekommen ist. Ich selber bin ja in den Bergen aufgewachsen, bin aus dem Salzburger Land und dementsprechend habe ich auch mit dieser Situation ganz gut umgehen können. Zum damaligen Zeitpunkt habe ich im Vertriebsaußendienst gearbeitet und bin es auch gewohnt gewesen, lange Arbeitstage mit langen Fahrten zu haben. Das heißt ganz konkret, ich habe viele Tage gehabt, wo ich an einem Tag um 3 in der Nacht aufgestanden bin und dann nach Vorarlberg gefahren bin oder nach Tirol gefahren bin, weil ich da um ca. 9 Uhr am Vormittag den ersten Termin gehabt habe. Wie dann die Termine vorbei gewesen sind, bin ich dann am Abend wieder retour gefahren. Das heißt, ich habe einen ganzen Arbeitstag gehabt, wo ich 7-8 Stunden gearbeitet habe, Termine gehabt habe und zusätzlich noch, ja, 7-8 Stunden im Auto gesessen bin und Kilometer abgerädert habe. Von daher, Komfort im Polo war gut, die weiten Fahrten waren kein Problem. Dennoch hat es zum damaligen Zeitpunkt bei mir immer wieder Touren gegeben, wo ich wirklich weite Anfahrten gehabt habe und wo ich auch vor Ort schlafen habe müssen. Im VW Polo Fresh habe ich ein paar Nächte drinnen verbracht. Die kann man aber wirklich an einer Hand abzählen und die Nacht, die mir am intensivsten in Erinnerung ist, war die Nacht, die ich gehabt habe, bevor ich mit der Bianca und mit dem Andi die Skitour auf die Königsspitze in Sulden am Ortler gegangen bin. Da bin ich von Wien nach Salzburg angereist, habe meine Sachen gepackt und bin dann weitergefahren. Nach Sulden am Ortler bin ich um 22 Uhr angekommen, habe meine Ski im Polo gehabt, habe meine Schuhe, Skischuhe im Polo gehabt, habe Pickel-Eisgeräte im Polo gehabt, Rucksäcke im Polo gehabt und ich habe im VW Polo geschlafen. Das war eine Aprilnacht und diese Nacht war extrem kalt. Es war eine sternenklare Nacht. Um ca. 23 Uhr bin ich dann hinten rein in den Kofferraum vom VW Polo, habe die Rückbank umgeklappt, also ganz umgeklappt und habe mir dann zwischen Ski, Eisgeräte, Skischuhe und Rucksäcke reingeknuddelt und habe ja, bis ca. 2.30 Uhr geschlafen. Wobei das war kein guter Schlaf, das war ja die schlimmste Nacht meines Lebens. Aber es war egal, weil bei so einer intensiven Tour, wo man nicht genau weiß, was auf einen zukommt, schlafe ich grundsätzlich nicht viel. Und auch in der Zukunft habe ich das halt dann einfach beibehalten und bin aber meistens mit dem Polo halt dann direkt in der Nacht angefahren. Das heißt, wenn irgendwo in Tirol, im Westen von Tirol ausgemacht war, wir treffen uns um 5 Uhr in der Früh und starten die Tour, dann bin ich halt um 1 Uhr in der Nacht aufgestanden und einfach weggefahren. Aber mit Lebensqualität an so einem Tourentag hat das Ganze einfach nichts zu tun. In meinem Freundeskreis, in meinem Tourenfreundeskreis, hat sich dann ein Auto herauskristallisiert, das mehrere Freunde gekauft haben. Und das war dann der Caddy vom VW. Ich habe mir dann zum damaligen Zeitpunkt gedacht, hey, mein nächstes Auto, das wird auch ein Caddy werden. Habe mich damit auseinandergesetzt und die 30.000 Euro, die der Caddy ungefähr kostet, ja, die haben mich gar nicht so abgeschreckt für das, was das Auto kann. Der Polo ist in der Zwischenzeit immer älter geworden und das Zulegen eines neuen Autos ist dann immer näher gerückt. In der Zwischenzeit habe ich aber auf YouTube dann auch immer mehr Videos gemacht und irgendwann ist mir dann ein gewisser René Krea ins Auge gestoßen. Ich habe seine Videos verfolgt und ich habe gemerkt, der René Krea, der hat einen Dacia Docker und der hat das richtig cool erklärt. Und die ganzen Vorzüge, die der Dacia Docker so mit sich bringt, hat er eben auch immer wieder präsentiert. Der René hat Livestreams gemacht aus dem Dacia Docker, er hat viel drinnen geschlafen, viel Zeit im Dacia Docker verbracht und vor allem, was mir sehr positiv bei diesem Auto aufgefallen ist, war einfach die Tatsache, dass der Dacia Docker ja die Hälfte ungefähr von einem Caddy kostet. Was der René auch dazu gesagt hat, war, du wirst natürlich in einem Dacia Docker nicht den Komfort haben, den du in einem Mercedes oder einem BMW oder in einem VW hast, aber wer das nicht unbedingt braucht, für den ist der Dacia Docker sicherlich ein cooles Auto.
Ja, dann ist das heurige Jahr angebrochen und ich habe mir schon im letzten Jahr habe ich mir schon gedacht, ich will mir so einen Dacia Docker zulegen. Das war eigentlich im Kopf ziemlich fix. Im Frühjahr habe ich dann einmal ein bisschen recherchiert, was es so an Dacia Docker gibt. Und ja, die Angebote waren halt im Wesentlichen, wenn du einen Dacia Docker dir zulegst mit ein paar tausend Kilometer, ja, dann kostet er halt so ungefähr 10.000 € und das neue Auto kostet halt dann je nachdem, was für Ausstattung du nimmst, zwischen 13 und 15, 16.000 €. Und wenn ich einen Docker mir nehme, der 2000 Kilometer drauf hat und der kostet dann noch immer, je nach Ausstattung, zwischen 10 und 13.000 €, da habe ich mir gedacht, ja, okay, da lege ich die 2000 € drauf und kaufe mir wirklich einen Neuwagen. Ich habe dann recherchiert und habe überlegt, in welcher Ausstattung lege ich mir einen Docker zu. So zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder ich nehme ihn als PKW, also mit Scheiben, so wie ihr es hinten seht, wo man raus sieht, oder ich nehme eben die LKW-Ausstattung, wo man halt hinten nicht rein sieht. Weder auf der Seite noch hinten raus. Ich bin es zwar durch meine Ferienjobs während dem Studium schon gewohnt gewesen, in LKWs zu fahren. Also in kleine LKWs, wo man hinten nicht raussehen hat können und habe da die wildesten Manöver schon gehabt. Aber es ist einfach doch um ein Vielfaches angenehmer, wenn ich den Innenspiegel habe, wo ich hinten raussehe oder eben auch beim Spiegel-Spiegel-Schulterblick, wenn ich hinten einfach noch raussehen kann. Und dementsprechend ist nachher die Entscheidung eigentlich relativ schnell gefallen, dass ich mir einen Docker in der PKW-Ausführung kaufe. Nun gut, warum habe ich mir überhaupt einen Docker zugelegt? Ich wollte einfach mehr Komfort haben, wenn ich unterwegs bin. Ich wollte flexibel unterwegs sein. Ich will nicht angewiesen sein auf ein Hotel. Ich wollte nicht angewiesen sein auf einen Campingplatz. Ich will einfach von A nach B fahren. Und wenn ich bei B starten muss am nächsten Tag, dann will ich einfach an diesem Ort schon sein oder ziemlich nahe zumindest an diesem Ort sein und dabei eine einigermaßen komfortable Nacht verbringen. Das heißt, im Auto drinnen schlafen China, wenn es draußen regnet, dann will ich nicht in einem Zelt drinnen schlafen, wo es aufs Zelt drauf regnet. Solche Nächte habe ich eben auch schon durchlebt, sondern ich will einfach ein Auto haben, wo ich genug viel Platz für mich drinnen habe. Und das bietet mir eben kein VW Polo, da ist ein Passat oder ein anderer Kombi eben auch ja, mit mehr Einschränkungen verbunden, wie es eben mit so einem ja, Kastenwagen habe. Ich habe dann eben zwei Möglichkeiten gehabt, von der Leistung des Autos mir auszuwählen. Entweder so mit circa 100 PS und die zweite Ausführung war mit 130 PS. Mein VW Polo hat 95 PS gehabt und ist echt ganz gut abgegangen für das Gewicht, das der Polo hat. Der Docker ist um einiges schwerer wie der Polo. Der Docker hat, ich muss jetzt nachschauen. Mein Docker hat laut Typenschein ein Eigengewicht von 1270 Kilo und er ist zugelassen auf 1840 Kilo. Also der ist um einiges schwerer wie der Polo. Ja, und da habe ich mir eben gedacht, wenn ich unterwegs bin in den Bergen, wenn ich viele Passstraßen fahre, ja, da brauche ich einfach die 130 PS und habe mich für die 130 PS Ausführung entschieden. Das Ganze war eine sehr gute Entscheidung. Das Auto geht ab wie die Sau. Er ist auch zugelassen auf eine Höchstgeschwindigkeit von 189 km/h. Tacho hat es mir definitiv schon 190 oder ein bisschen mehr angezeigt in Deutschland. Und das Fahrerlebnis dabei ist wirklich auch noch so gewesen, dass ich rund gefahren bin. Daher eben, so wie der René Kreher gesagt hat, ja, du hast nicht den Komfort, wie du ihn in einem VW oder in einem Mercedes hast. Dem kann ich zustimmen, weil ich habe da jetzt keinen Ledersitz oder irgendwas. Aber ich sitze da herinnen eigentlich so angenehm, wie ich in einem Renault drinnen sitze. Ich habe mir eben auch eine hochwertigere
Dacia Docker Ausstattung zugelegt. Ich habe in diesem Auto einen Tempomat, der relativ einfach zu bedienen ist. Ich habe da mehrere Möglichkeiten, Einstellungen vorzunehmen. Ich habe da einen guten Radio drinnen, ich habe Bluetooth drinnen. Beim Zigarettenanzünder habe ich eben auch die Möglichkeit aufzuladen. Ich habe automatische Fensterheber, ich habe einen Innenspiegel, einen Rückspiegel und dann habe ich eben auch so einen Spiegel eingebaut, der heißt glaube ich Kinderspiegel. Da oben habe ich eine super Ablagefläche, die ist für mich wichtig. Da vorne habe ich eine Ablagefläche. Ja, und hinten setzt es jetzt an, da ist ziemlich viel Platz. Normalerweise wären da hinten eben, wie gesagt, noch drei Sitze. Die habe ich ausgebaut. Ich bin kein technisches Genie, absolut kein technisches Genie. Die Basics, die beherrsche ich im Handwerk. Und genau diese Basics haben mir da auch gereicht, dass ich die Rückbank innerhalb von 5 Minuten ausgebaut habe und Platz geschaffen habe für die Campingausstattung, die ich mir zugelegt habe. Und die stelle ich euch jetzt dann vor. Bei der Campingausrüstung oder dem Umbau zu einem Minicamper, zu einem alpinen Minicamper, ist es mir wichtig gewesen, dass ich erstens einen Komfort in der Nacht habe, dass es zweitens schnell zum Umbauen geht, sodass ich eben nicht viel Zeit verplempere, wenn ich das Ganze umbaue und drittens, dass es eben auch praktikabel mit meinem alpinen Lebensstil ist. Praktikabel heißt für mich einfach, dass ich meine Sachen gut verstauen kann und dass ich die schnell zur Hand habe. Ich will dabei minimalistisch sein, aber gleichzeitig ein bisschen einen Komfort haben. Und das vierte, was mir eben ganz wichtig gewesen ist, ich bin handwerklich, wie gesagt, nicht sehr begabt. Das heißt, selber das Ganze ausbauen und tüfteln, da bin ich einfach nicht der richtige Typ dafür und ich könnte das Ganze gar nicht. Ja, es gibt da eben mehrere Anbieter, die da was machen und ein Anbieter aus Großbritannien ist uns da eben ins Auge gestoßen und dieser Anbieter heißt Campal. Campal, das ist eine Firma, die vom Martin betrieben wird. So heißt der Inhaber und der hat einige Tischler bei ihm im Unternehmen und die fertigen Campingausstattung für jedes Auto individuell an. Das heißt, das ist keine Massenproduktion, wenn du dort was bestellst, kannst du ganz individuell und flexibel auf deine Bedürfnisse dir was bestellen. Und für meinen Dacia Docker hat es eben da folgende Lösung gegeben. Ich habe eben, wie gesagt, die Rückbank ausgebaut und habe da ein System drinnen, wo ich drauf schlafen kann, wo ich drunter was verstauen kann und wo ich hinten eben auch die Möglichkeit habe zu kochen, drinnen sogar zu sitzen und einen Tisch aufzubauen. Es ist auch so, dass es für direkt darunter eben auch noch einen Schrank gegeben hat, den habe ich mir auch bestellt, den habe ich auch einmal mit dabei gehabt, aber den benutze ich aktuell nicht mehr. Und darum stelle ich einfach die Ausstattung so vor, wie ich sie aktuell benutze. Während ich da jetzt ein bisschen was erzähle, blende ich euch Szenen ein von der Zeit, wie das Ganze eben geliefert worden ist und wie wir das Ganze zusammengebaut haben. Also ihr seht da, dass das wirklich sehr einfach gegangen ist und dass das auch wirklich ein IKEA-Job ist. Das kann jeder machen, der handwerklich so schlecht begabt ist wie ich. Wenn wir jetzt da hinten aufmachen, seht ihr, ich habe da oben eben so ein Matratzensystem und da unten habe ich eben schon was ein bisschen kompakter ist. Da auf der linken Seite habe ich einen Gaskocher, der wird mitgeliefert. Zusätzlich habe ich da eben Gasflaschen und das ist dann eben generell für einen kleinen Gaskocher. Mit dem Gaskocher habe ich aber die Möglichkeit, dass ich überhaupt 2 Platten habe und richtig gescheit kochen kann. Das ist ganz einfach, da seht ihr da ein Loch, das kann man da eben anschließen und da springt dann der Funken, einschalten, ausschalten, alles ganz easy. Dann habe ich da eben
alles, was ich brauche, Messer, Gabel, Besteck, ein bisschen was zum Abwaschen. Da habe ich eben, wie gesagt, dieses Verbindungsteil, das dann eben da angeschlossen wird. Und da habe ich dann sogar noch ein Brett, das ich ausziehen kann. Auf dieser Seite habe ich dann alles drinnen, was für die Küche für mich relevant ist. Kann ich wieder gut verstauen. Da bei dieser Küche muss man sich halt Gedanken machen, was brauche ich. Der Platz ist doch ein bisschen beschränkt. Dann seht ihr, da habe ich die Möglichkeit, einen Tisch aufzustellen. Ich kann das da außer da. Zeige ich euch aber jetzt nicht, weil ich diese Möglichkeit bis jetzt noch nie benutzt habe und weil ich es so eigentlich auch nicht brauche. Aber eine Sache, die eben da definitiv für mich auch wichtig ist und cool ist, man sieht da vorne eine Öffnung, ein Loch, er setzt es da vorne so grün. Das ist für den Winter vielleicht ganz relevant. Da kann ich die Ski verstauen und die haben dann Platz bis vorne rein. Für mich also ganz gut geeignet. Das ist eben Tischlerarbeit, das ist Millimeterarbeit und das ist genau für einen Dacia Docker, für mein Auto konzipiert. Dieses System ist eben so, dass ich hinten da wirklich was Versteiftes habe und da vorne wird es ein bisschen fragiler. Das ist eben wirklich Millimeterarbeit und wenn ich das eben so runtergebe, das liegt da genau auf der Kante drauf. Ja, und das Wichtigste ist aber natürlich, dass der Platz, der reicht mir jetzt nicht. Das sind vielleicht gerade einmal 1,50 Meter, die ich so habe. Und das ist vielleicht ja, der einzige Nachteil beim Dacia Docker, damit ich eben wirklich die volle Fläche zur Verfügung habe, muss ich den Vordersitz eben noch einmal nach vorne schieben. Geht aber ganz einfach. Ich gebe den einfach ganz nach vorne und schon habe ich noch mehr Fläche zur Verfügung. So, jetzt haben wir da folgende Situation. Ich zeige euch das jetzt einmal. Ich habe jetzt das einmal direkt, da sieht man das auch, das ist Millimeterarbeit. Die vordere Fläche liegt da direkt drauf und ist an und für sich stabil stabilisiert. Was ich aber zusätzlich noch gemacht habe, es gibt dann da auch so eine Nuss, die man rein tut, damit das noch einmal fixiert wird und noch einmal besser hält. Ich habe aber da für mich eine andere Lösung gefunden und die zeige ich euch jetzt auch noch. Wenn ich normalerweise in den Bergen unterwegs bin, länger unterwegs bin, habe ich Rucksäcke etc. auch noch dabei. Das haue ich mir normalerweise da vorne unten rein. Jetzt habe ich einfach den Schlafsack einmal hergenommen, man sieht es. Das ist alles stabil. Ich sitze da drauf und da kann dann nichts passieren. Das ist so mein Ding, wie ich damit umgehe. Und das ist wirklich eine Sache, die habe ich in 2 Minuten erledigt. Dann kommt es schon zum nächsten Schritt und das ist jetzt eigentlich meine größte Herausforderung am Anfang gewesen. Da werden da ziemlich viele Matratzen mitgeliefert und diese Matratzen, die gehören alle irgendwie zusammen. Wir haben das so gelöst, dass wir das eben beschriftet haben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und das haben wir nachher dementsprechend aneinander geschlichtet, sodass das Ganze eben passt. Ich zeige euch das jetzt der Einfachheit halber nur auf einer Seite, also die rechte Seite, die lassen wir jetzt dann einfach einmal so wie sie ist, aber ich denke, ihr könnt euch dann was darunter vorstellen.
kann man dann übrigens zusammenkletten, falls man es sieht. Und jetzt ist man eben noch, einmal Matratzen ist man noch überblieben, die kehren dann da vorne auf der Seite rein. Ja, und das war eigentlich schon der ganze Spaß. Hat mir dann natürlich noch ein Leintuch auch zugelegt zum drüber tun. Aber an und für sich, ich lieg da hinten jetzt, ich lieg ganz hinten. Die Füße sind nicht einmal ganz vorn bei der Matratzen. Selber bin ich 1,80 Meter groß und ich glaube, dieses Teil hat ja. Das müssen genau 2 Meter sein, die ich da zur Verfügung habe. Also das ist wirklich richtig cool. Kann mich da auch so quer hinlegen und ich habe da einfach Platz noch und nöcher. Also ja, so schaut die ganze Geschichte aus. Geht ganz einfach und für mich hat sich das Ganze sehr bewährt. Ich habe das Ganze gemacht im Urlaub im Juli. Da waren wir ja, 6-7 Tage haben wir im Auto geschlafen und dann ein paar weitere Touren, wo ich das eben auch schon gemacht habe. Glödespitze beispielsweise oder mit dem Markus in der Glocknergruppe haben wir auch 3 Tage im Auto geschlafen, zu zweit. Ganz easy. Dabei treten aber natürlich ein paar Herausforderungen auf und die will ich jetzt mit euch besprechen. So cool dieses System auch ist, ich habe eine riesengroße Herausforderung, die mich im alpinen Alltag mit dieser Ausführung eben beschäftigt. Und zwar, ich habe im Vergleich zum Polo natürlich extrem viel Platz, aber im Vergleich zu einem noch größeren Auto muss ich mich sehr gut organisieren. Heißt ganz konkret, ich muss Platz schaffen für die Nacht. Da hinten seht ihr jetzt, dass noch sehr, sehr viel Platz ist. Man kann sehr viel unterhalb eben verstauen. Aber wenn man jetzt eine ganze Woche unterwegs ist, wenn man vorhat, dass man Bergabenteuer macht, dann muss man das Ganze erstens einmal sehr gut schlichten und zweitens, ich muss das Ganze auch gut überlegen, wann brauche ich was. Wenn ich jetzt dann beispielsweise in der Glocknergruppe ankomme und irgendwo schlafen will, und am nächsten Tag eine Tour gehen will, dann muss ich mir im Vorfeld schon Gedanken machen, in welchen Rucksack packe ich was ein, welchen Rucksack verwende ich morgen, diesen Rucksack packe ich dann und diesen Rucksack tue ich dann auf die Beifahrerseiten oder auf die Fahrerseiten, da wo ich im Hirzen gerade sitze, drauf für die Nacht. Dann habe ich das Ganze nämlich am nächsten Tag gleich griffbereit. Wenn ich das nicht mache, und die Erfahrung habe ich nämlich selber eben schon gemacht, dann schlafe ich, ich habe es ja gesagt, ich habe die Rucksäcke drunter, dann schlafe ich eben auf die Sachen drauf, die ich am nächsten Tag brauche. Um dieses Problem eben bestmöglich anzugehen, empfehle ich da einfach, wenn das wer ähnlich macht, bereitet euch am Vorabend schon vor und packt alles so, wie ihr es am nächsten Tag braucht. Und erst dann, wenn ihr es gepackt habt, dann baut das Ganze dementsprechend um. Aus eigener Erfahrung, wie lang dauert das Ganze eben, dass ich das so vorbereitet habe, dass ich am nächsten Tag einfach nur aufstehen muss, Zähne putzen muss, frühstücken muss und gleich weggehen kann. Da bist du im Endeffekt ja mit einem Zeitaufwand von ja ca. 15 bis 20 Minuten bist du dabei. Dann hast du deine Rucksäcke entsprechend gepackt, hast das System hinten so umgebaut, wie du es für die Nacht brauchst und hast alles so verstaut, wie du es brauchst. Am nächsten Tag hast du dann natürlich eben auch gleich den Vorteil, du stehst auf, tust deinen Schlafsack decken, was auch immer du hast, tust da zusammen, schmeißt da oben eine, verstaust das Ganze, brauchst vielleicht ja ungefähr 5 Minuten und dann hat sich das Ganze auch schon. Also der Zeitaufwand ist relativ bescheiden und es ist wirklich eine super tolle Geschichte, wenn man jetzt einen, ja, den Komfort haben will, dass man vor Ort schläft und Abenteuer ja hautnah erlebt und flexibel unterwegs ist.
Ist das jetzt mein Traum-Mini-Alpin-Camper, den ich da jetzt habe, was ich so nach ja, gute 4 Monate und 8.500 Kilometer mit dem Auto sagen kann? Ich würde sagen, das ist mein Traumkompromiss. Ich bin flexibel unterwegs, ich habe den Schlafkomfort, ich habe auch Campingduschen dabei, ich kann kochen, ich kann alles machen, was ich will, was ich brauche. Ich bin viel komfortabler unterwegs wie in einem VW Polo oder in einem Kombi oder einem sonstigen Auto. Ich habe einfach wirklich diesen Platz, den ich brauche. Es ist aber im Endeffekt einfach die zweitbeste Lösung. Die beste Lösung wäre natürlich noch viel mehr Platz haben, aber dann bin ich wahrscheinlich eben auch nicht mehr mit den 130 PS so schnell unterwegs, weil das Auto dann größer und schwerer ist. Das Auto kommt dann nicht mehr überall so leicht hin, wie ich jetzt mit dem Auto wohin komme. Und das Auto, eine noch bessere Lösung würde jetzt dann nicht 2.000, 3.000 € mehr kosten, sondern dann redst wirklich von einem Preis, der ja mindestens doppelt so viel, wenn nicht noch mehr, einfach ausmachen würde. Ich bin ein normaler Mensch, dem das Geld nicht in den Rachen gesteckt worden ist. Ich bin kein erfolgreicher Unternehmer, der im Monat 15.000, 20.000 € netto zur Verfügung hat zum Ausgeben. Und dementsprechend glaube ich, ist das eine Ausstattung für den fleißigen Arbeitnehmer, der gerne was erleben will, der gern flexibel und individuell unterwegs ist und dabei eben auch ein bisschen auf die Geldtasche schauen muss. Was will ich an diesem Auto noch ändern? Ich will mir oben aufs Dach eine Dachbox zulegen. In dieser Dachbox will ich dann eben einerseits Ski verstauen können im Winter, weil ich glaube einfach die Feuchtigkeit, die ist ganz gut, wenn die irgendwie oben ist und nicht im Auto drinnen. Und das Zweite ist eben auch generell, wenn ich jetzt an 1, 2 Wochen oder so unterwegs bin, dann ist es in diesem Auto auch einfach nicht ideal, wenn ich alles im Auto drinnen habe. Das ist einfach ziemlich mühsam und wenn ich mir eine Dachbox zulege, dann habe ich einen zusätzlichen Platz für genau diese Sachen am Dach oben und kann mich im Auto herinnen auf das fokussieren, was eben da wichtig ist. Einfach dieses alpine Lebensgefühl, die Ausstattung, die ich einfach brauche. Da habe ich nachher noch einfach die ganzen Camping-Sachen dabei, die ich brauche, sprich Tisch, Sessel und das ganze andere Schnickschnack, das ihr jetzt dann eh schon gesehen habt. Ja, das war's also mit meiner Vorstellung von meinem perfekten Mini-Alpin-Camper, den ich seit diesem Jahr im Juni besitze. Ich bin wirklich sehr happy damit. Erstens, Dacia Docker war die goldrichtige Entscheidung. René Kreher war der perfekte Influencer für mich in dem Zusammenhang. Und das Zweite ist diese Kampal-Box. Die kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Da seid ihr auch je nachdem, was ihr euch bestellt. Ja, mit gute 2.000 € bis, ja, nach oben hin gibt es natürlich keine Grenzen gesetzt dabei. Wenn ihr da Interesse habt, ich habe euch unten Kampal verlinkt. Schaut einfach da drauf, schreibt Kampal direkt an, wenn ihr irgendwas vorhabt. Die Lieferzeit, ja, die ist einfach abhängig davon, wann ihr wie bestellt. Bei uns hat es circa 6 Wochen gedauert, bis dass wir die Sachen da gehabt haben. Wir waren von Anfang an sehr happy damit. Das war die goldrichtige Entscheidung. Und auch im Nachhinein findet der Austausch statt. Wenn du eine Frage hast, du kriegst sehr schnell Rückmeldung. Ich kann Kampal wärmstens empfehlen. Und für mich eben, wie gesagt, für mich persönlich ist die Mischung Dacia Docker plus Kampal die perfekte Lösung gewesen. Habt ihr irgendwelche Fragen? Lasst es mich wissen. Unten eine in die Kommentare. Bewertet das Video, gebt einem einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr künftig nichts mehr verpassen wollt, Kanal abonnieren und die graue Glocken aktivieren. Dann kriegt ihr Erinnerung, wenn die nächsten Videos online gehen. In dem Sinn, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch. Bergheil, bleibt geil.